Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Projekt, Leute. Nämlich Alien Isolation. Ich wette mal, das kommt sehr überraschend, dass ich jetzt Alien Isolation spielen werde. Es ging nämlich darum, dass ich ein neues Projekt brauchte und ich habe mich lange gefragt, was es für eins werden sollte. Ihr habt mir jetzt ein paar Vorschläge gemacht, da es dann größtenteils alle Strategiespiele. Und ich bin ehrlich, ich wollte jetzt nicht noch ein Strategiespiel machen, weil irgendwie wird es eintönig auf meinem Kanal. Und ich wollte was Neues machen, weil einige haben gesagt, ich soll mal wieder ein Horrorspiel spielen oder so ist eine Art. Und habe mir gedacht, warum nicht Alien Isolation? Das Spiel hat sehr gute Kritiken bekommen. Ich weiß, dass es eigentlich ganz interessant ist, sage ich mal ganz vorsichtig. Insofern habe ich mir gedacht, warum nicht das? Für die, die sich jetzt gerne was Neues wünschen, sage ich mal auf meinem Kanal, da ist jetzt ein bisschen Platz geworden, nehme ich hiermit. Und für die, die jetzt sich denken, keine neue Strategie ist ja scheiße, es läuft noch 200 Crusader und ich habe jetzt wieder mit EO4 angefangen, also da habt ihr auch noch genug Futter auf meinem Kanal. Mit Alien Isolation will ich jetzt wieder ein bisschen Abwechslung reinbringen. Und ich denke mal, ich habe ein ganz gutes Spiel getroffen, denn damit hat man wieder ein ganz schönes Horror-Survival-Spiel rausgebracht. Und das wird auch größtenteils blind sein. Also ich habe mal leicht angespielt, um mal die Soundaufnahmen zu machen und die Grafikoption zu testen. Das war es dann aber auch schon. Ich kenne mich in Spiel fast gar nicht aus. Ich muss auch zugeben, von der Geschichte her kenne ich mich auch nicht so ganz so gut aus. Ich wollte mir eigentlich noch ein bisschen darüber informieren, damit ich nicht ganz so planlos rumlaufe. Aber sagen wir so, für Alien-Scanner, die werden sich ja gut auskennen. Für die, die es nicht so gut auskennen, schaut euch bitte den ersten Aliens-Film an. Dann kennt ihr grob gesehen die Vorgeschichte auch zu diesem Spiel. Und den soll ich mir vielleicht auch nochmal reinziehen. Wir starten ein neues Spiel. Nämlich Alien Isolation. Ich will nämlich ein neues Spiel starten. Und wir machen es auf den mittleren Schwierigkeitsgrad, würde ich sagen. Und immer noch eine Herausforderung, lässt sich aber meistern. Ich denke mal, das ist so der Grad, wie ich gehen will, ne? Auf Albtraum, nettes Flimmern nebenbei. Ich bin nicht gerade, wie heißt es nochmal, der Fachbegriff? Ach Gott, jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Wir spielen auf noch Mittel. Ja, ich weiß. Ach so, ja, jetzt muss ich noch das einstellen, dass das Logo gerade sichtbar ist, aber ich denke mal, so kann ich es noch gerade sehen. Wobei, auf YouTube wird man wahrscheinlich es nicht so sehr sehen, weil YouTube ist ein bisschen verdunkelt. Ich mach's mal. Kann ich das eigentlich noch? Ah. Ich mach's mal so hell. Weil ich weiß, auf YouTube werden die Videos ein bisschen dunkler irgendwie gerendert. Ich weiß nicht warum. Ich hoffe mal, man kann es erkennen. Wenn nicht, bitte sagen. Ich mache sowieso erstmal nur zwei Aufnahmen, insofern. Mit der Geschichte kenne ich mich ein bisschen aus vom Spiel. Insofern kann ich da vielleicht noch gleich ein bisschen was dazu erklären. Aber ich lasse gleich erstmal alles wirken. Letzte Meldung vom interplanetaren Raumfrachter Nostromo. Hier spricht der dritte Offizier. Die anderen Besatzungsmitglieder. Kane. Lambert. Parker. Brett. Ash. Und Captain Dallas sind tot. Ladung und Schiff sind zerstört. Wenn alles klappt, müsste ich in 6 Wochen die Randzone erreichen. Und sollte ich Glück haben, findet mich eine Raumpatrouille. Hier spricht Ripley. Die einzige Überlebende der Nostromo. Ende der Durchsage. Ich bin Samuels. Ich arbeite für die Firma. Es geht um Ihre Mutter. Wir haben sie wahrscheinlich gefunden, Amanda. Ein Handelsschiff. Die Anisidora hat einen Flugschreiber geborgen, von dem wir annehmen, dass er zu Nostromo gehört. Wo?
Zeta Reticuli. Wissen Sie jetzt mehr? Noch nicht. Das Gerät wurde zur Sevastopol-Station gebracht. Es handelt sich um Firmeneigentum und die Firma will, dass es so bald wie möglich abgeholt wird. Die Station ist ein Versorgungslager in der Region. Sie ist eine dauerhafte Zollfreizone. Ich weiß, was es ist. Der Transit steht. Ein Kurierschiff namens Torrens macht sich in 2 Tagen in die Richtung auf. Wir brechen auf zur Stadt... Wir? Ich, ein Kollege von mir und Sie, falls Sie wollen. Die Sache ist, als der Auftrag bei mir gelandet ist, habe ich die Akten gelesen. Ich weiß, warum Sie in dem Gebiet arbeiten, in dem sie verschwunden ist. Sie suchen noch immer nach ihr, nicht wahr? Ich habe die Erlaubnis erhalten, Ihnen einen Platz auf der Torrens anzubieten, falls Sie wollen. Vielleicht finden Sie dann endlich Frieden. Ich darf dazu sagen, ich fühle mich gerade so dreckig. wir sind im Spiel offiziell. Ich werde versuchen, bei den Sequenzen immer meine Fresse zu halten, dass es halt ein bisschen besser rüberkommt. Und ja, wir sind offiziell im Spiel. Wir spielen eine Frau, wie unglaublich passend für mich. Ich glaube, wir können nicht springen, was ich genial finde, aber wir können uns mit C ducken. Ausgezeichnet. Verstecken. Okay. Ich lasse diese Albernheiten besser mal sein. Um kurz erstmal das Spiel zu sagen, das Spiel basiert komplett auf den Aliens-Filmen, beziehungsweise auf die Geschichte dahinter. Oh, was haben wir hier? Ah, ich kann mich doch sehen. War in Totality. Nice. Wie gesagt, das Spiel basiert auf den Aliens-Ableger. Und insofern ist die ganze Technik auch hier ein bisschen seltsam. Sag mal, vielleicht habt ihr mal ein paar Weltraumspiele und so weiter gesehen. Oh, Zeug. Nehmen wir mal jetzt mit. Wer weiß, ob wir es gebrauchen können. Vielleicht hat man so ein paar Weltraumspiele gesehen. Klar, immer alles abgespaced und so weiter, ne? Alles hochmodern und sowas. Und jetzt sind wir hier und dann sieht man sich die Konsole an und man denkt sich, sind wir hier in den 60er Jahren hängen geblieben? Ist man tatsächlich, denn ich weiß gar nicht, wann die Aliens-Filme rauskamen. Waren das sogar in den 60ern oder 70ern? Ich meine, irgendwas mit dem Dreh mussten die Aliens-Filme erschienen sein. Und man hat einfach mal angenommen, wenn die Menschheit die Galaxie bevölkert oder bereist, dann ja, nimmt halt die Technik, die man momentan hat. Und das war halt so eine Technik. Insofern ist alles ein bisschen seltsam. Und deswegen zum Beispiel auch sind wir hier in den Hyperschlafzellen drin. Das heißt, man hat da keine Lichtgeschwindigkeit oder sowas gehabt. Das heißt, man fliegt mit normaler Geschwindigkeit. Und weil diese ganzen Reisezeiten extrem lange sind, hat man halt den Hyperschlaf, um das im, ja, zu ermöglichen, dass die Menschen überhaupt bis dahin ankommen. So, wir haben uns gerade angemeldet, wir müssen uns jetzt umziehen, weil ich, so will ich jetzt nicht unbedingt vor der Kuh auftreten, schon gar nicht, wenn ich eine Frau bin. Naja. Na gut, das kenne ich ja hier noch, was hier passiert. Zeug, was wir gerade eingesammelt haben, übrigens sollten wir auf jeden Fall mitnehmen, das haben wir immer in diesen grünen Kisten drin zum Beispiel. Denn aus den ganzen Krimskrams können wir, Sachen basteln. Sachen basteln, wie zum Beispiel Medikit später oder eine Leuchte, eine Flare zum Beispiel. All so ein Zeug, was wir später gebrauchen können. Oh, und duschen können wir. Ausgezeichnet. Oh, nice. Okay. Ist ein bisschen kalt. Ja. Interessant, dass man auch keinen Regler hat für Wärme und Kälte. Gab's wohl damals auch nicht. Korrigiert mich, falls ich ein bisschen Blödsinn habe zur Geschichte. Ich kenne mich damit leider nicht ganz so gut aus, weil ich den Film auch nicht gesehen habe. Insofern, die Besatzungsmitglieder.
Wir sind alle angemeldet. Ja, sind alle wach. Nice. Okay. Dann ziehen wir uns erstmal um, würde ich sagen. Erstmal in den Spind reingestopft. Nett. Oh Gott, wird Markus hier lachen deswegen. Ja, wir haben hier auch diese ganzen Monitore drin. Da können wir uns ein bisschen was zur Geschichte durchlesen. Privat. Soll ich das eigentlich vorlesen? Wie damals in Doom 3? Warum nicht? Verlaine, suchen Sie noch einen Navigationsoffizier? Ein Freund von mir hat gerade sein Schiff verloren und sucht Arbeit. Ich kann für ihn bürgen, seine Papiere sind in Ordnung. Es ist die alte Geschichte. Die Megacorps haben ihn... Was? Haben ihn unterboten, um ihn alle Kunden weggeschnappt. Die kleinen Firmen bekommen immer schwerer an Verträge und ich überlege selber aufzuhören, solange ich noch was verkaufen kann. Sie selbst scheinen ganz gut dabei zu sein. Als ich noch bei den Docks vorbeischaute, hieß es, sie werden gerade abgeflogen. Zu Sevastopol. Ah ja, zur Station, wo wir jetzt gerade auch unterwegs sind. Nice. So ein Drecksloch. Naja, wie ich höre, bezahlt Wayland Yutani ordentlich. Viel Glück jedenfalls, wenn man sie nicht schlagen kann, was? Achso, ja. Wir müssen uns treffen, wenn sie zurück sind. Blaine. Alles klar. Wie gesagt, ich werde versuchen, alle Terminals mitzunehmen, die es da gibt. Ich weiß, es gibt auch welche, da muss man sich mit Passwort anmelden. Wir müssen eventuell die Passwörter raussuchen. Ach ja, bei den Stationen können wir speichern. Und ja, wir müssen immer diese kurze Ladezeit abwarten. Ja, möchte ich. Und speichern sollten wir sehr oft, weil ich habe schon gehört, das Spiel hat nicht so viele Speicherpunkte, beziehungsweise... Das Spiel ist manchmal unfair mit den Speicherorten. So heißen, wenn wir irgendwo sterben sollten, dann spawnen wir erst beim nächsten Speicherpunkt wieder. Und nicht, wo wir gestorben sind. Wo gehen wir lang? Da geht's nicht weiter, gehen wir mal hier lang. Ach, da ist ja jemand. Hallo! Ah, Ripley. Samuels, sind Sie früher aufgewacht? Ich benötige nicht so viel Schlaf wie Sie. Ich war gerade dabei, mir die Einrichtung der Torrens anzusehen. Ein gut instand gehaltenes Schiff. Das Modell ist sehr ähnlich zu... Lenostromo. Ja, Klasse M. Ein späteres Modell, aber mit ähnlichen Spezifikationen. Ich habe im Maschinenbau einiger solcher Schiffe gearbeitet. Natürlich. Ist Taylor bereits wach? Sie ist keine erfahrene Reisende. Der Hyperschlaf könnte ihr zugesetzt haben. Hab sie noch nicht gesehen. Ich werde nach ihr schauen. Ja, die Nostromo, da wo unsere Mutter quasi stationiert war, als dritter Offizier. Nebenbei, das Spiel, beziehungsweise die Geschichte des Spiels, gibt es hier auch, ja, so eine Art Maschinen, die den Menschen helfen, nennen sie Androiden. Und ich habe jetzt schon das Gefühl, dass der Kollege ein Androide ist, weil Emotionen sind nicht gerade seine Sache, bis jetzt zumindest. Ich benötige nicht viel Schlaf, ja. Und immer mit demselben Ausdruck von wegen, ist alles in Ordnung? Ja, also ich habe das so und so gemacht, ich kann was benutzen. Oh, geil. Ich gehe besser raus. So. Okay, wir müssen Taylor finden. Gehen wir einfach mal weiter, würde ich sagen. Vielleicht finden wir ein bisschen Schrott oder sowas. Irgendetwas. Dann gehen wir einfach mal weiter. Ob die Gase gefährlich sind? Ach Quatsch, was steht denn eigentlich? Ach, der CO2-Filter, nice. Ah. Morgen! Taylor, guten Morgen. Ripley, es ist mit Sicherheit nicht gut. Und von einem Morgen kann ja auch keine Rede sein. Tut mir leid. Ich fühle mich scheiße. Ich habe keine Ahnung, wie Sie alle diesen Hyperschlaf regelmäßig überstehen. Man gewöhnt sich dran. Ich reise nicht oft so weit. Die meisten Rechtsexperten reisen nicht weiter als bis zur Kaffeemaschine. Wundert mich, dass Wayland Yutani es für nötig hielt, die Rechtsabteilung zu schicken. Der Verlust der Nostromo und deren Fracht hat die Firma viel Geld gekostet. Wir müssen herausfinden, was passiert ist. Wenn ich den Fall mit einem eindeutigen Unfallbericht abschließen kann, stehe ich gut bei meinen Vorgesetzten da. Tut mir leid. Das war unsensibel. Ich weiß, dass ihre Mutter seit 15 Jahren verschwunden ist und sie... Schon gut. Wir kriegen beide ja, was wir wollen. Haben Sie Samuels gesehen? Der ist wahrscheinlich schon seit Stunden wach. Schon gefunden. Und ja, eine Rechtsanwältin oder sowas in der Art. Super. Alle Angestellten zur Brücke. Annäherung an Sevastopol. Jetzt sind wir dran. Okay, gehe ich gleich. Erst ein bisschen gucken.
Interessantes Blatt. Gibt es hier irgendwo noch ein bisschen etwas? Okay. Ah, er hier. Ich komme gleich mit. Ich wollte jetzt ein bisschen hier rumgucken. Ein Mülleimer. Ist noch irgendwer da? Gibt's noch was? Ja, Komponente B. Gibt's auch Komponenten Z? Ich hoffe, Sie hatten alle eine angenehme Anreise. Für eine alte Klasse M ist die Torrens in hervorragendem Zustand, Captain. War ein Wrack, als ich sie gekauft habe. Hat mich eine Menge Zeit und Arbeit gekostet, sie auf Vordermann zu bringen. Jetzt trägt sie sich selbst. Sie haben gesagt, wir nähern uns Sevastopol. Docken wir an? Ihre Kontaktperson ist Marshall Waits, korrekt? Ich werde Sevastopol rufen und den Zustieg mit ihm regeln. Gut, packen wir es an. Keine Sorge, Miss Taylor. Routine. Rein und raus. Connor, Lagebericht. ISMG geladen und kalibriert. Annäherungswinkel eingegeben. Verbinden Sie, damit ich Hallo sagen kann. Kanal offen, Captain. Haben alle die Missionsunterlagen? Sie können die Annäherung auf den Monitoren sehen. Sehr schön. Wir gucken uns noch ein bisschen um, würde ich sagen, bevor wir hier mit der Geschichte fortsetzen. Sieht ja sehr interessant aus. Die Übersetzung der Untertitel ist nebenbei nicht ganz so gut gelungen, beziehungsweise teilweise echt scheiße. Wir Spieler jetzt nicht in Schutz nehmen, aber ich finde scheiße. Die Übersetzung finde ich aber sonst ganz in Ordnung, auch wenn die Sprecher nicht gerade die besten sind. Teilweise nur auch 15 Sprecher für irgendwelche anderen Spiele drin, hat man glaube ich gerade gehört. Aber es geht, also man kann alles verstehen, insofern jammer ich nicht zu sehr drum. Nehmen uns unsere Einsatzdokumente und gucken uns mal die Annäherung an. Wir sehen. Auf Bildschirme wechseln. Sevastopol Station. Ist da ein Schaden? Sieht nach Schaden aus. Auf 74 schalten, nah dran. Die Trockendockrampe ist im Eimer. Da kann ich die Torrens nicht reinbringen. Handelsschiff Torrens auf St. Clair, Kennzeichnungsnummer MSV7760. Rufen Sevastopol Verkehrsüberwachung. Wir befördern vertraglich 3 Passagiere für Weyland-Yutani. Sie haben die Flugschreibereinheit der Nostromo. Wir bitten um umgehende Erlaubnis, die Passagiere an Bord zu transferieren. Over. Wait, follow need a marshal auf der Sevastopol-Station. Haben ernstes Problem. Hallo, Marshal? Marshall, Torrens hier, bitte um Wiederholung. Die Kommunikation der Station ist hin, also habe ich Samuels Anzug einen Funkverstärker verpasst. Ich kann die Torrens für 24 Stunden in Position halten. Bis dahin haben wir uns gemeldet. Gute Landung. Bereithalten. Mein Vertrag erwähnt keine Spaziergänge im All. Es ist der einzige Weg. Und ziemlich sicher, wenn Sie sich an meine Anweisungen halten. Druckablass. Oh, Scheiß. Einfach mir nach, Taylor. Sie auch, Samuels. Natürlich. Sie!
Na, das läuft doch bis jetzt super. Super, direkt mal unsere beiden Kugel-Dealer verloren. Wo auch immer die gerade rumschwirren im All oder ob sie sogar schon Matsche sind. Fängt ja gut an. Okay, für Atmosphäre haben wir schon mal gesorgt. Dann würde ich sagen... Ah, ziehen wir uns erstmal um. Gott, wie simpel die Sachen hier auch teilweise aufgehen. Okay, wir haben uns ja unser Standardzeug. Wir gehen wieder raus. Falsche Richtung. Klar, wir gehen wieder raus. Ich wollte gerade sagen, war schon fast ein bisschen dunkel. Ja genau, wir können da jetzt speichern, wenn wir wollen. Habt ihr schon mal was davon gehört, von Rettungs- und Fluchtwege freihalten? Tch. Unverantwortlich. Haben wir hier irgend... Das denke ich mir spontan auch so, ist ja nicht ganz so passend. Na wundervoll. Also Barbecue könnte ich jetzt draus machen. ich gehe jetzt trotzdem mal kurz zurück speichern, beziehungsweise gucken, ob ich irgendwas übersehen habe. Hier war. Weiter geht's. So, leider weiß ich schon, naja, dass das Alien jetzt noch nicht kommt. Also der Namensgeber des Spiels taucht jetzt noch nicht rein zufällig aus den Lüftenschächten auf. Aber rein theoretisch könnte es nicht, wenn ich mich verlaufe, einfach mal hier rauskommen. Wenn ich gerade, keine Ahnung, hier mehr das Feuer begutachte. Was ganz nett sogar aussieht. Naja, gehen wir mal den üblichen Weg. Wer will nicht durch den Lüftungsschacht gehen? Wenigstens gibt es hier Rotlicht. Okay. Und quasi bis hier habe ich damals auch in der Probeaufnahme gespielt. Das heißt, ab jetzt ist endgültig blind. Und das Einzige, was ich halt nur noch weiß, ist von Erzählungen von Kollegen, beziehungsweise von hier und da ein paar Videoschnipsel, die ich mir mal angesehen habe. Gucken wir uns doch mal den Terminal hier an. Was haben wir denn da alles? Okay, so. An Maschinenraum bezüglich Stilllegung. Also, Jungs und Mädels, Sie haben sicher schon Gerüchte über Sevastopol gehört. Jetzt ist die Sache offiziell. Sevastopol ist stillgelegt. Okay. Ich kann scrollen, das ist gut. Ich werde mit jedem Einzelnen über den jeweiligen Vertrag und die neue Positionierung sprechen. Aber bis dahin haben wir einen Job zu erledigen. Die Schlipsträger wollen das mit der Minimalbesetzung machen. Es wird also nur um ein paar Leute von außerhalb kommen und wir werden Überstunden schieben. Nehmen Sie, was Sie können und solange es etwas gibt. Ich weise darauf hin, dass die Stilllegung keine Selbstbedienung bedeutet. Es wird über alles Buch geführt und wer lange Finger bekommt, den eskortiere ich persönlich zu Marshall Waits. Gezeichnet Chef. Nice. Soll quasi heißen, ja, da kann man nichts machen. Das heißt, die Schätzung ist also stillgelegt. Das erklärt zwar, warum es hier so ein bisschen kacke aussieht, aber es erklärt nicht so ganz, warum es hier so kacke ist. Das sieht sehr stabil aus. Läuft doch super bis jetzt. Flucht nochmal. Da komme ich bestimmt nicht mehr hoch. Wie denn auch. Okay.
Eine Leuchtfackel. Das wird helfen. Nice, wie darf ich ihn auswählen? Ah. Ah. Vor ein Halten im Öffnen des Inventars und Maus zum. Okay. Wir haben eine Flare, die wir benutzen könnten. Allerdings ist mir noch gerade ein bisschen zu hell dafür. Ich soll da durch, nehme ich mal an, ne? Ja, ich soll hier durch. Mann, kommt hier Staub von oben runter. Ist ja der Wahnsinn. Und ich hoffe, dass er gleich eine Speicherstation nebenan ist, denn die erste Aufnahme ist bald vorbei. Und ich werde heute auch erstmal nur eine Aufnahme machen. Weil ich gleich Abendschule habe und ich da mal gleich los muss. Ja, deswegen hoffe ich mal... Ein Koffer! Komponenten, Komponenten. Und auch ein Leuchtfackel, nice. Dafür, dass wir keine verbraten haben, läuft das ziemlich gut. Und für die Sekunde habe ich gedacht, dahinter stand etwas. Meine Fresse, es geht schon los mit Halluzinationen. Das Spiel arbeitet, ja, mit welcher Art Angst arbeitet das Spiel eigentlich? Es arbeitet mit einer Art Angst, dass man gegen das, was einen töten will, nicht viel machen kann. Ich weiß nicht, ob ihr Alien kennt, aber wenn so ein Alien vor uns steht, da können wir nicht viel gegen tun. Außer weglaufen, ja, weglaufen bringt nichts, das Ding ist eh schneller wie wir. Ich merke jetzt erst, dass sie überall Graffitis sind. Okay. Sind wir hier im Ghetto der Sevastopol-Station angelangt? Anscheinend. Keep moving. Boah, ich habe nicht vor, hier zu bleiben. Hier ist mir die Luft so schlecht. Gehen wir ins Licht. Werden wir bestimmt nicht in Empfang genommen da oben. Ah, doch nicht. Schade. Da ist auch creepy Radio. Schrott einsammeln. R drücken zum Aktivieren, nicht mit der linken Maustaste. Achso. Sprengkapsel. Ich kann Sprengladung bauen. Nice. Ja, wie gesagt, mit solcher Angst arbeitet es. Mit Jumpscares arbeitet es teilweise, glaube ich, sogar auch. Also Jumpscares funktionieren immer bei Horrorspielen. Ich muss dazu sagen, ich bin, was Horrorspiele angeht... Hallo? Ist da wer? Nicht so sehr. Ich bin, was Horrorspiele angeht, ein bisschen abgestumpft. Nicht hundertprozentig, versteht sich. Ich werde mich hinter vielleicht... Na toll. Ich habe mich hier und da bestimmt auch mal ein bisschen gruseln oder sowas in der Art. Aber ich sag mal, wenn da irgendwo in der Ecke ein Alien rumläuft, ich werde da vielleicht kurz stehen bleiben und denken, oh. Wundervoll. Aber ich sag mal, klar, Jumpscares funktionieren bei mir halt immer. Allgemein das ungute Gefühl, wenn das Alien irgendwo in der Nähe ist und ich weiß es und ich kann nichts dagegen tun. Aber auch die Hintergrundmusik wird sein Übriges tun, denn ich weiß, oh, wir haben unsere Karte anscheinend aktualisiert. Muss ich mal gucken, wo ich hier meine Karte habe. Ich weiß auch, wenn das Alien uns jagen wird, dann, wird die Hintergrundmusik nach und nach lauter werden, je nachdem, wie nah das Alien an uns dran ist. Und es wird auch sehr interessant werden. Keep out. Trust no one? What the fuck? Okay. Aha. Ein Speicherpunkt. Das passt gerade sowas von super. Sollen wir es dann benutzen oder sollen wir erstmal wie ein geringe Energie? Ah, damit können wir wahrscheinlich die Energie aufladen, nehme ich mal an, ne? Ja, machen wir es doch nochmal, komm. Okay. Ich spiele es mit der Tastatur übrigens. Na, immerhin haben wir hierfür mal für Strom gesorgt. Dass da vorne so wenig Beleuchtung ist, ist halt so. Ja, ich würde sagen, wir speichern hier. Und damit ist die erste Aufnahme erstmal vorüber. Wie gesagt, ich werde die Tage nochmal eine Aufnahme machen und die dann halt morgen hinterherjagen. Die lasse ich erstmal als Pilotfolgen da. Und ich versuche dann auch erstmal ein bisschen danach es wieder aufzunehmen, dass mir ein bisschen was dazu sagt. Ah, wie die Helligkeit momentan ist, vor allem wie der Sound momentan ist. Ich denke, der Sound ist ganz in Ordnung. Aber bitte schreibt dann auch nochmal in den Kommentaren rein, dass ich das noch ein bisschen anpassen kann. Grafik habe ich übrigens auf höchste Einstellung gelegt, falls es jemand interessiert. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann morgen genau hier wieder. Und ja, lesen wir das Terminal und gucken nach, wo es Alien ist. Denn ich möchte gerne Hände schütteln und so.
Ja, noch mache ich mich drüber lustig. Bis zum nächsten Mal dann. Tschüss.